11. März 1964. Über die unendliche Barmherzigkeit seines heiligsten Herzens hielt ich meine Betrachtung und wünschte ihm Seelen. Seiner besonderen Barmherzigkeit empfahl ich meine Familie. Während ich mich in ihn vertiefte, sprach er in ermunterndem und sanftem Ton. Das vermehrte Vertrauen bedeutet vermehrte Gewissheit. Meine Elisabeth, sage mir, könntest du dir vorstellen, dass ich euch nicht geben würde, worum ihr mich im Interesse der Seelen bittet? Dann würde ich ja gegen meine Erlösungsarbeit handeln. Ich sehe das Wechseln deiner Gedanken und antworte auf die unausgesprochenen Worte. Nicht alle rufe ich gleichartig. Wem ich viel gegeben habe, von dem verlange ich viel. Aber nicht das sei für dich wichtig. Das Wesentliche ist das Opfer, welches ihr für jene bringt, die ihr zu mir führen wollt. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.